So, herzlich willkommen zu Pokémon Level 22. Quatsch! Folge 22. Mal gucken, wie lang die Folge wird. So 20 Minuten werden wir schaffen. Genau, wir waren hier bei den beiden Leuten hier noch. Also bei den beiden, die wir jetzt gerade sehen. Mal schauen, was uns hier noch erwartet. Drei Pokémon. Wasser-Pokémon, okay. Wie sieht eigentlich unsere AP aus? Noch 12, nur sollte passen. Das sollte funktionieren. Ey, wir haben noch volle KP. Nicht schlecht. Oh, Kapuze. Aber auch für der Level 22. Ach, leck mich doch. Hypnose. Ach nö. Digga, wie lange kennst du noch? Digga, 6 Runden in Folge einfach pennen. Ich glaube das nicht. Geht doch. Alter. Da kriegst du die Tür nicht zu. Ich weiß nicht, irgendwie haben die Gegner immer irgendwelche Attacken, die Pokémon einschläfern. Och nein, bitte kein Finale. Okay, wir kommen zum Glück zuerst dran. Für 40 HP und Pokémon. Oh, 487er. Jetzt können wir Flockpoint-Operationen durchführen. Ja, Voltorball muss man definitiv immer zerstören, weil die Viecher setzen gerne Finale ein. Und Finale ist meistens eine finale Sache. Also, in unserem Fall nicht, aber es macht halt relativ viel Schaden. Und, ja. Wir wollen ja hier nicht mit einem Lackschaden davon kommen. Wobei, wir haben ja sowieso schon Lackschaden. Ich besiegt Streber. Oh, eine Kernschmelze. In deinem Hirn, Junge. In deinem Hirn. Der ist schon so einiges verschmolzen. Okay. Hier geht es einfach nur im Kreisverkehr. Ist sehr interessant. Der hätte hier wesentlich irgendwie in die Wiese entklatschen können. Ist ja komplett useless. Okay, hier ist eine Brücke von unter der Hauptstadt durch. Okay, genau. Und hier ist ja eigentlich zur Hauptstadt. Hütchen, dann, ja. Wurzeler, haha, was war denn hier? Da lang. Okay. Yay! Und damit sind wir. Wo eigentlich? Ach, stimmt, hier bekommen wir. Oh, hier. Hier bekommen wir jetzt auch Fliegen, oder? Hier muss jetzt eine Versteckinfo sein. Wobei, nee, das war bei dem anderen Tor. Warte mal. Wo sind wir jetzt hier überhaupt in der linken Stadt? Oder kommt da noch was? Nein, mein Item. Karte. Doch, genau. Das ist die linkste Stadt. Also die Stadt rechts von uns.
ne, wir sind jetzt gerade quasi in so einem Viereck und die mittlere Stadt ist halt die Hauptstadt. Und wir sind quasi in der, naja, Weststadt oder Rechtenstadt oder was auch immer man das nennen möchte. Auf jeden Fall, ne, ist hier auch der große Markt. Und hier kämpfen wir auch das erste Mal gegen Team Rocket. Wenn wir sie finden. Weil diese schwarzen Gesellen, die wir gerade unten schon rumgestehen gesehen haben, also jetzt nicht der Typ, der hier rumsteht, sondern den, den wir gerade in der Stadt gesehen haben, der da, der gehört nämlich schon zu Team Rocket. Und die versperren sowohl die Stadt hier als auch die Stadt, die eigentliche Hauptstadt, die hier rechts von uns quasi ist. Also muss man ganz kurz gucken. Alter, auf diese Typen, Alter, hier alle anzusprechen. Uiuiui. Ja, das wird ein Abenteuer. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Genau, hier ist ein Relaxo, da kommen wir noch nicht vorbei, aber hier kommen wir lang. Und das hier ist für mich ein ganz schönes, kleines, ja, Secret Area. Mit einer kleinen Wiese, mehr gibt's hier nicht. Spaß. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Wie bist du, was? Wie bist du nur hereingekommen? Solide Leistung. Ja. So, genau, hier unten ist für mich der Fahrradweg. Und hier ist ein kleines Häuschen, was für uns relativ interessant ist. Weil die gute Dame möchte nämlich nicht entdeckt werden. Und wir sind aber vom FBI, von NSA, quasi von allen, und wissen aber, wo sie wohnt. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemandem davon. Du bekommst auch etwas von mir. Bitte kein Dickpick. Was? Ash erhält VM2. Yay! Und damit, meine Damen und Herren, sind wir jetzt völlig abgehoben. Item. Siehst du, was wir mal, was jetzt mal direkt machen können? Also als alle Items natürlich hier Topsy Fliegen beibringen. Dafür haben wir es ja. Und was wir jetzt direkt mal machen können, Pokémon, Topsy, Fliegen. Also dieses scheiß Radkupon hier einlösen. Haben wir komplett vergessen. So. Schönen guten Tag. Ah, das ist ein Radkupon. Digi, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das Ding hast du doch selbst gemacht, oder? Okay, es gehört dir. Ich tausche das Radkupon gegen das Radfahrrad. Nein, ich möchte aber das andere Rad haben. Ich möchte das hier oben haben. Ich möchte das rote. Warum gibst du nur blaue Fahrräder? So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Wir kommen in die Städte, wo wir auch schon mal waren. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir in die Städte kommen, wo wir schon mal waren oder wo wir schon im Pokémon Center waren. Okay, doch, wir kommen auch hier hin. Okay, das heißt, sobald wir in eine Stadt, also sobald wir eine Stadt betreten, können wir da auch hin. Weil hier war ich noch gar nicht im Pokémon Center. Da gehen wir aber jetzt hin. Um die AP von unserem Smetto wieder aufzufüllen. Yay! Düp, 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 ding, 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 ding. So, und damit beginnt jetzt auch endlich mal der etwas spannendere Teil von dem Spiel. Da, wo wir quasi ein paar Quests haben. Weil, wie gesagt, hier kämpfen wir jetzt auch zum ersten Mal gegen Team Rocket. Also, wir haben ja schon davor in der einen Hülle, im Mondberg, haben wir schon gegen Misty und Rocco. Nein, gegen Misty. Nein, was laber ich? Gegen Jesse und James gekämpft. Und genau, das war aber ja quasi nur so, naja, Pille-Palle. Das ist ja quasi kein Team Rocket, das ist ja einfach nur Hundgespinste. Ah, siehst du? Momentchen mal. Hier gibt's ein Haus. Was ist das hier? Genau, hier gibt's ein Haus, hier gibt's ein Pipi. Pipi, Piep. Und die Dame hier? Die labert uns mit dem Dreck ans Ohr. Meine treuen Pokémon leisten mir Gesellschaft. Mausi bringt sogar Geld mit nach Hause. Oh, dein Pikachu muss ein wahres Prachtexemplar. Was? Ist. Na egal. Dein Pikachu scheint dich zu mögen. Was? Hat die uns nicht immer Getränke gegeben?
ein Plastik? Hä? Eine Plastik? Fehlt da nicht irgendein Wort? Eine Plastikstatue oder eine Plastikskulptur oder sowas? Eine Plastik, die Dick da darstellt. Ja gut, kann man so machen. War das? Genau, das Haus hier. Da sieht man hinten da eine Tür. Und diese Tür, das ist die Tür des Wahnsinns. Okay, ist ein Bett. Können wir irgendwas machen? Er schaltet den PC ein. Ach so, nein. Nichts Besonderes. Was ist das hier? Game Freaks stimmt ja, da war ja was. Ja, ja, okay. Ja, Game Freaks, für alle die schon wieder vergessen haben, ist eine Anlehnung an die Firma, die das Pokémon-Spiel erstellt. Stimmt ja, da war ja was. Ist ja hier deren Zentrum. Gefällt dir das Spiel? Nein. Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen. Gib nicht auf. Zeige ihn mir, wenn er komplett ist. Stimmt, da kriegen wir irgendwas. Ich weiß nicht mehr was. Aber ich hatte es noch nie komplett, ganz ehrlich. Das war nie meine Intention, Pokémon, die Pokédex komplett zu bekommen. Was auch schwer ist, weil ich weiß zum Beispiel nicht, ob man auch Mew haben muss. Glaube ja. Und Mew bekommt man gar nicht. Mew bekommt man zum Beispiel nur, indem man an so einem Event teilnimmt. Das war aber irgendwann im Jahr 2000. Das heißt, wir werden legal es gar nicht schaffen, alle Pokémon zu bekommen. Außerdem gibt es ja auch Pokémon, die wir sowieso nicht bekommen, wobei ich nicht weiß, ob das früher in der Geld-Edition so ist. Auf jeden Fall in der Blauen und Roten ist es so, dass man, ne, das sind ja zwei Editionen, Blau und Rot, die an sich die gleiche Edition sind, nur es gibt halt bestimmte Pokémon, die es jeweils nur bei der einen, beziehungsweise nur bei der anderen Edition gibt. Das heißt, bei Rot und Blau ist das so, du musst beide Editionen haben und die Pokémon da tauschen, damit du in einen von den beiden oder in beiden Editionen dann alle Pokémon hast. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das auch für die gelbe Edition stimmt, aber wie gesagt, wir werden es sowieso nicht schaffen, weil spätestens bei Mew werden wir scheitern. Denn Mew kriegen wir nicht zu Gesicht. Wo renne ich jetzt eigentlich lang? Ich wollte doch bei dem Gebäude da hinten rein. Genau hier. Genau. So, und jetzt kommen wir nämlich hier die Treppen hoch aufs Dach, wo wir gerade waren. Aber jetzt kommen wir hier in dieses kleine Gebäude rein. Ich weiß alles. Okay. Und der, ich weiß nicht mehr, was der genau macht. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt. In deinem Gameboy. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Achso, okay, der macht gar nichts. Aber ein Infoblatt über TMs. Es gibt insgesamt 50 TMs. Außerdem gibt es 5 VMs, die mehrfach nutzbar sind. Silicon Scope. Okay. Das Ding hier ist ein Pokémon. Ash erhält Evoli. Yay! Möchtest du Evoli einen Spitznamen geben? Nein. Das heißt, wir haben jetzt ein Evoli. Sehr schön. Werden wir zwar im Spiel nicht gebrauchen, weil ich werde es ins Team nicht aufnehmen, weil unser Team ist bereits vollständig. Aber immerhin schön, dass wir jetzt auch ein Evoli haben. Ich mag Evoli einfach. Geht hier hinten noch rein? Geht hier irgendwo versteckt? Bäh. Schau mal nicht. Na gut, gehen wir wieder raus. So, halt, da. So, Pokémon Center waren wir schon. Team Rocket Dude gegen. Ich weiß nicht, kämpfen die gegen einen? Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten heraus. Nö. Ah, hier war das. Genau. Hier müssen wir später rein. Das hier, keine Ahnung.
Hier gibt es so viele Gebäude. Mist! Ich habe alles verspielt. Hätte ich meine Münzen rechtzeitig gegen einen Preis eingetauscht. Tja, Glücksspiel kann süchtig machen. Und dich arm machen vor allen Dingen. Ich rede mit dir. Was starrst du mich so an? Digga, ich finde dich halt sexy. Problem damit? Gott, so viele Gebäude hier. Tja, die Frage ist, gehen wir in alle Gebäude rein und quatschen Typen einfach mal random an? Vor allem, wo fangen wir an? Was ist denn das hier? In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Tut mir leid. Ja, fick dich halt selber. Ich war so respektlos, Alter. Nur weil ich ein Pikachu habe? Das ist Diskriminierung. Boss! Wir haben gerade 2000 Pokémon als Preis versandt. Was? Haha, mit dem Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Tja, was machst du hier? Schenkt dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Ja, da war was. Okay, vielleicht kriegen wir das Rätsel sogar doch relativ easy zusammen. Mampf, der Mann dort drüben am Tisch hat Haus und Hof verzockt. Welcher denn von den vielen? Psst, unter der Spielhalle befindet sich ein Keller. Okay. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Ash erhält einen Münzkopf. Ash zieht sich den Münzkopf über den Kopf. Ash hat einen wunderschönen neuen Hut. Ash sieht sehr stylisch aus. Okay, in die unteren Gebäude kommen wir scheinbar nicht rein. Kommen wir irgendwie von oben rein? Nee, ne? Nö. So, hier unten ist die Arena, da müssen wir später auch noch rein, aber da kommen... Gott, wie kommen wir denn... Hä? War hier unten noch was? Ah, ein Bäumchen. Okay. Könnten wir rein theoretisch rein, wenn wir Zerschneider. Aber ich würde mal sagen, die Arena machen wir wie bisher immer zum Schluss. Wenn wir alles andere gemacht haben. Jetzt klappern wir erstmal die Häuser ab und hier ist auch noch ein Baum. Achso, siehst du, ist ja eigentlich plus nach 14, oder? Dieser Knopf. Mach mal hier was. Okay, ja doch, ist nach 14. So, genau, hier ist das Pokémon Center. In die ganzen Gebäude kommt man überhaupt nicht rein. Wunderschön. Von den Erschaffern des BERs. Hier oben geht's auch nicht lang. Da kommt man auch nicht rein. Das hier ist der große Markt. Aber ganz ehrlich, der ist so unübersichtlich. Hier kann man halt diverse Items kaufen und sowas, aber ich habe dem Markt nie irgendwie besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Achso, siehst du, was wir mal machen können? Wir können mal nach ganz oben gehen. Vor langem Auswegen solltest du Babel fit deine Mutter, du Fotzen und den Schwanz Penis. Was? Dass der immer im Weg rennt, Alter. Ja, wie gesagt, hier sind hoffentlich Verkaufsstellen. Ich bin die Gameboy. Ich bin Gameboy. Lol. Hier gibt es hoffentlich Verkaufsstellen. Ne, ist halt ein großer Markt, klar. Wir gehen aber mal nach ganz oben zum Dach. Weil auf dem Dach dachte es dich sehr. Dachte ich mir. Ob du es glaubst oder nicht, meine Schwester ist eine Trainerin. Aber sie ist so kindisch. Ich werde noch ganz verrückt. Ein Automat, zur Auswahl stehen Tafelwasser. Und davon brauchen wir nämlich welche? Ich weiß jetzt nicht mehr wie viele. Wir brauchen eine für die Schwester und eine für die Wachen. Und ansonsten. Ich nehme einfach mal zwei. Und dann. Wenn es nicht reicht, können wir hier nochmal hingehen. So. Wo ist jetzt da die Schwester? Ich bin durstig. Ich möchte etwas trinken. Gibst du dem Mädchen. Gibst du dem Mädchen ein Getränk? Nein, doch. Welches Getränk möchtest du ihr? Ich habe nur eins. Tabulasa, vielen Dank! Nimm bitte dieses Geschenk. Tesch erhält. Achso, war das ein TM. Na ja, gut.
Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Wobei Eisstrahl. Können wir mal gucken, vielleicht, ne? Als Option irgendwie mal irgendwann. So, genau. Jetzt müssen wir wieder runter. Wie nehmen wir vorne den Fahrstuhl? Erdgeschoss. So, und dann, genau, gehen wir jetzt erstmal direkt zu den Wachen und geben denen ein bisschen was zu trinken. Weil, wenn wir den Wachen nicht was zu trinken, also eine der Wachen was zu trinken gegeben haben, dann passiert das Logischste im gesamten Spiel und wir können einfach in die große Hauptstadt rein. Ne, wir erinnern uns ja bei der einen Folge, der hat uns ja nicht durchgelassen und hat aber angemerkt, dass er ganz schön durstig ist. Ich bin dem Verdursten nahe. Was? Das Getränk ist für mich? Oh, vielen Dank! Hallo? Okay. Gluck, gluck und. Beziehungsweise gluck, gluck. Entschuldigung, wenn du nach Safronia City möchtest, darfst du passieren. Ich werde den anderen Wachen etwas abgeben. So. Wow. Es sind insgesamt 4 Wachen. Das heißt, es teilen sich jetzt 4 Wachen eine Flasche. Und das war eine 150 Milliliter Flasche. Ne, so eine, das war ja so ein typischer Automat. Das heißt, so eine ganz kleine Flasche. Und davon sollen jetzt 4 Wachen satt werden, ja? Die dem Verdurste nahen waren. Wie soll das funktionieren? In welcher Welt bitte? So, und damit sind wir jetzt in der großen Hauptstadt. Allerdings brauchen wir hier erstmal nichts. Genau, das ist ja genau. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schon was machen können, aber sinnvollerweise erstmal eigentlich nicht. Das heißt, wir gehen natürlich erstmal wieder zurück. Dann haben wir das mit den Wachen zu wissen schon mal abgehakt. Tja, das heißt, als nächstes steht dann tatsächlich das Spielcasino an. Ich würde aber mal sagen, dass wir das tatsächlich in der nächsten Folge machen. Ich wollte eigentlich wieder raus, danke. Ich lade das höchstens nochmal kurz meine Pokémon auf und dann, ja. Soll es das für diese Folge auch gewesen sein? So. So, einmal speichern und dann so. Nehmen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir uns denn hier um das Anliegen, was wir haben, kümmern. Jutchen, bis dann. Schau mit V.